Hey ho, Leute! Es ist mal wieder Zeit für ein magisches Unboxing. Wuhu! Ja, meine Wizarding World Loot Crate Box von Maya ist da. Wow, sie ist endlich da. Ja, ich habe ja von dieser Überraschungsbox, es ist ja eine Überraschungsbox, die man abonnieren kann. Also ich habe da ein Abo für. Ja, zur Wizarding World, also mit Harry Potter Stuff drin. Also wer mehr mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ein ziemlicher Potterhead bin. Und ja, ich habe schon zwei Unboxings hierzu gemacht. Einmal eins für März und für Januar war's, glaube ich. Und ich weiß noch, dass ein Paket relativ klein war, wenn das andere größer war. Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, welches von beiden jetzt kleiner war, aber diesmal ist sie wieder etwas größer. Ungefähr so wie die von entweder von März oder von Januar. Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. Wir wollen jetzt wissen natürlich, was da drin ist. Also ich möchte es natürlich wissen und ihr hoffentlich auch. Ja, hier ist wieder ein wunderschöner Aufkleber. Diesmal mit dem sprechenden Hut drauf. Oder mit Sorting Hat, wie er im Englischen heißt. Ich hoffe, man kann ja jetzt nichts mehr großartig lesen. Nein, ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen gefailt, das hier abzumachen, aber ich denke mal, ihr könnt meine Adresse trotzdem nicht lesen. Ja, diesmal habe ich es irgendwie verkackt mit dem Aufkleber. Merke ich gerade. Aber das ist nicht so schlimm, weil so toll ist der Aufkleber vom Sorting Hat jetzt nicht. Aber gut. So, drehen wir das Ganze nochmal wieder um und schauen doch mal, was drin ist. So, was haben wir denn hier? Oh. Und ich sehe wieder das nette Innere dieser Box. Diesmal mit einem Haar für Hogwarts und den Wappentieren. Hier sehe ich den Löwen von Gryffindor, die Schlange von Slytherin, den Dachs von Ravenclaw und den. Ja, hier ist es wieder ein Rabe, aber eigentlich ist es ein Adler, meine ich. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Ich glaube, das habe ich aber im letzten Unboxing oder im Unboxing davor schon gesagt. So, dann wollen wir noch mal schauen, was hier Schönes drin ist. Und zwar ist das einmal ein T-Shirt, wie es aussieht. Oh, ist da gerade etwas weggeflogen? Ich hoffe nicht. So, was haben wir denn hier? Oh, es ist tatsächlich ein T-Shirt. Und zwar ist das einmal ein Gryffindor-T-Shirt. Ein rotes Gryffindor-T-Shirt mit schwarzem Grund und dem Gryffindor-Löwen. Cool. Ja, Gryffindor aus dem Grund, es ist so, dass diese Boxen, dass die halt hausbezogen sind. Also man kann da sein Hogwarts-Haus angeben und dann sind da halt meistens hausbezogene Sachen drin. Und da ich in Gryffindor bin, ja, ein Gryffindor-Shirt. So. Gut. So, was haben wir denn hier als nächstes? Oh, ich sehe hier was, das sieht aus wie Socken. Tatsächlich, es sind Socken. Yay, Socken. Mit einmal dem Gryffindor-Löwen nochmal drauf, dann wo Gryffindor an sich draufsteht. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Socken mit generell dem Hogwarts-Logo drauf. Cool, Socken kann ich immer gebrauchen. Die gehen bei mir nämlich so schnell kaputt. Jächen. Jocken. Zwei Sachen zum Anziehen schon mal. Nice. So. Okay, was haben wir hier Schönes? Wow. Also das sieht ja mal mega nice aus. Was genau es ist, werden wir herausfinden. Es sieht. Also so an sich sieht es aus wie eine Taschenuhr. Und hi Luna, möchtest du in den Karton steigen? Der ist aber ein bisschen zu klein für dich, fürchte ich. So, schauen wir doch mal, was das ist, was wir hier drin haben. Falls ich es jetzt wieder aufkriege. Diesmal habe ich ja wenigstens mal zwei Hände zum Aufmachen. Ich meine, hatte ich die letzten Male auch, aber oh, ich glaube, auf dieser Seite hier geht es auf. Schauen wir doch mal. Es sieht auf jeden Fall jetzt schon mega cool aus. Oh, es ist tatsächlich eine Taschenuhr. Wie nice ist das denn? So, jetzt will ich mal gucken, dass ich die hier einigermaßen rausgefriemelt bekomme. Sie hängt fest.
Das ist nicht gut. Sie hängt irgendwo da unten am Boden fest. Muss ich jetzt tatsächlich ernsthaft den Boden aufmachen? Hey, ich hab's kaputt gemacht. Sorry Leute, das ist jetzt ein bisschen Gefiebe hier. Hallo. Ich krieg das nicht auf. Ich wollte das eigentlich da wieder drinnen lassen. Leute, ich krieg das nicht hier raus. Ich muss das anscheinend doch irgendwie kaputt machen. So schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Ist das hier. Das ist hier ernsthaft mit Tesafilm an der Innenseite festgeklebt. Why? Ich will das doch nur haben, Mensch. So. Also. Ja, das Ding ist jetzt kaputt. Anders habe ich es hier nicht rausgekriegt. Ist auch nicht schade drum. So. Also, was haben wir hier Schönes? Es ist eine goldene, tatsächlich eine Taschenuhr, so wie es aussieht. Die sehr, sehr nice aussieht. Hier mit dem Gryffindor-Löwen drauf. Ja, sehr schön. Und dann. Ja, genau. Hier oben können wir die öffnen. Und ja, es ist tatsächlich eine Uhr. Hier nochmal mit dem Gryffindor-Löwen. Die ist ja cool. Also, die gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, und hier ist noch ein kleiner Löwe drauf. Und ja, das war's. Eine Taschenuhr. Oh, die ist aber sehr cool. Also die gefällt mir echt gut. So, was haben wir denn dann noch Schönes drin? Die Schere brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, da sind nur noch zwei Sachen drin tatsächlich. Und zwar, was haben wir hier Schönes? Auch Gryffindor. Okay, diese Box ist tatsächlich dieses Mal sehr Gryffindor-lastig. Irgendwie haben wir hier nur Gryffindor-Sachen drin. Ja, nochmal mit dem Gryffindor-Löwen drauf und oben den Schnatz und hier so ein paar Quidditch-Torringe. Was genau ist das? Das sieht für mich aus wie so ein. Wie heißen diese Dinger? Wie so ein Flicken. Also so ein Teil, was man sich so auf die Klamotten draufdrucken lassen kann. Ich glaube mal, sowas ist das. Okay. Nice. Und ja, hier ist noch. Ah, ich habe schon so eine Idee, was hier drin sein könnte. Es könnte wieder ein Pin sein. Okay, hier steht auch Pin drauf. Aha, das steht also schon verraten. Und hier ist der Zettel, was alles drin ist. Den gucken wir uns aber später an. So, das letzte Teil. Ja, sind ja. Immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Sachen zusammen. Die gucken wir uns gleich nochmal alle im Gesamtbild an. So. Okay. Alles sorgfältig eingepackt. Bloß nicht öffnen. So, okay. Also haben wir hier wieder Pin. Einen Pin oder Pins. Und yay. Es sieht aus wie Harrys Blitzname. Lightning Bolt. Ja, sehr schön. Und da steht sogar was drauf. Was? Never can live, while the other survives. Ah, das ist ein Harry Potter Zitat. Cooles Teil. Hat irgendwie was. Ja, Harrys Pilznarbe als Pin. Nice. Meine Pin Collection wächst. Würde ich mal sagen. So, dann gucken wir uns nochmal dieses Stück Papier an. Haha, das ist, glaube ich, nicht sehr spannend. Aber hier können wir nochmal gucken, was da halt alles so drin war. So, ja, sind halt einmal die Socken. Dann dieses Teil hier. Gucken wir mal, was das ist. Housepatch, ja. Add a pop of house pride to your scarf. Cloak or other magical. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Gut. Ja, okay. Ja, Pocket Watch. Und Socken, Socken. Ja, hier stehen tatsächlich sechs Sachen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Ja, das ist. In jeder Box ist halt so ein. Nochmal so ein Zettel drin, was halt alles drin war. Und ja, das ist doch
mal eine nette Ausbeute gewesen. Diesmal tatsächlich wirklich fast nur Gryffindor-Kram. Also hier haben wir nochmal den Patch. Dann die Socken. Ich weiß nicht genau, warum das als 6 Sachen geht. Wobei das ein so ein Ding ist. Ja, die Taschenuhr, die ich sogar tatsächlich persönlich am coolsten finde. Ich meine, come on, Leute, die sieht richtig cool aus. Ja, den Lightning Bolt, den Pin und das Gryffindor T-Shirt. Yeah. Ja, das war doch eine nice Ausbeute. Ja, das war die Loot Crate Box von Mai. So, die nächste kommt dann, meine ich, im blip, 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 lasst mich nicht lügen, ich glaube im Juli müsste das sein. So, jetzt tun wir alles hier mal wieder schön rein. Und ja, das war doch mal eine nice Box. Ich hoffe, euch hat dieses Unboxing wieder gefallen. Das ist jetzt das dritte Unboxing zu dem Wizarding World Loot Crate. Und ja, es wird dann für Juli auch ein Unboxing geben. Natürlich nur, wenn ihr mögt. Ihr könnt es ja einfach mal in die Kommis schreiben. Und ja, das war's soweit von mir. Und wir sehen uns. Chaos, ein bisschen Müll und so. Aber egal. Tschüss, Leute!